Willkommen zu einer weiteren Einheit der ISM-Aufgabensammlung Wirtschaftsmathematik. Dieses Mal mit einer Einheit zu dem Thema Amortisierung. Schauen wir uns hierzu einmal die Aufgabenstellung an. Peter möchte in 2 Jahren ein neues Auto kaufen. Der Kaufpreis des Autos beträgt 26.000 Euro. Bis zum Kauf legt er jeden Monat, zum Monatsende, 200 Euro zurück. Die verbleibende Summe möchte er über 5 Jahre verteilt in gleichbleibenden Raten abbezahlen. Bestimmen Sie die monatlich zu zahlende Rate ab dem 3. Jahr, wenn ein Sparzins von 1,1% und ein Kreditzins von 3,4% vorliegt. Das heißt, wenn wir uns die Aufgabe einmal genauer angucken, sehen wir, dass wir eigentlich 2 Aufgabenteile haben. Im ersten Aufgabenteil müssen wir bestimmen, wie viel er innerhalb der ersten 2 Jahre oder im Verlauf der ersten 2 Jahre anspart. Hierbei rechnen wir mit monatlichen Raten von 200 Euro, das heißt, haben wir auch einen monatlichen Zins, den wir betrachten müssen. Nachdem wir das bestimmt haben, wird dieser Betrag von dem Kaufpreis des Autos abgezogen und der restliche Kaufpreis, der wird dann über die noch verbleibende Zeit, das ist dann hier, möchte er über 5 Jahre verteilt abbezahlen, wird also in 5 Jahren auch wieder in Monatsraten abbezahlt. Das heißt, wir müssen hier dann eine Annuität bestimmen, wie viel er pro Monat zahlt. Gucken wir uns die 2 Teile einmal der Reihe nach an. Das heißt, als erstes, was haben wir alles gegeben? Das sind die Infos hier. Wie gesagt, wir haben die Zinsen als Jahreszinsen gegeben. Das heißt, wir müssen die jeweils immer noch durch 12 teilen, damit wir Monatszinsen bekommen. Zusätzlich haben wir das Ganze dann auch als monatliche Periodenlängen, also heißt, wir haben für die Sparzeit 24 Perioden, für die Kreditzeit, wo er den Kredit abbezahlt, 60 Perioden. Mit den Infos können wir dann hingehen, den ersten Teil angehen, die Zeit, wo er spart. Dann haben wir die folgende Formel dafür. Das heißt, er zahlt insgesamt N-Perioden ein, die 24 Perioden ein, zu einem Zinssatz von 0,0112. Das heißt, wir setzen hier diese Werte ein und erhalten dann als Endwert nach 24 Perioden einen Wert von 4.850,94 Euro. Das heißt, den Betrag wird er nach 24 Monaten, also nach 2 Jahren, angespart haben. Den Betrag, den können wir dann von dem Kaufpreis des Autos abziehen. Das heißt, er muss letzten Endes nur noch 21.149,06 Euro bezahlen. Das heißt, für den Betrag müssen wir jetzt hingehen und die monatlich zu zahlende Annuität bestimmen. Das heißt, wir fangen hier nochmal neu an. Jetzt haben wir als Restsumme diese 21.000. Wir haben einen anderen Zinssatz, weil ja jetzt Kreditzahlungen aufkommen und wir haben jetzt eine Periodenlänge von 60. Das heißt, wir nehmen hier diese Formel aus der Formelsammlung dafür. Das ist die Annuität bei nachschüssiger Rückzahlung. Setzen die Werte ein, die wir haben und erhalten dann hier eine Rate von 383,79. Das heißt, er zahlt danach jeden Monat 383,79 Euro. Dann hat er die 21.000 abgezahlt, die noch übrig blieben, nachdem er das abgezogen hat, was er in den 2 Jahren vorher angespart hat. Ja, und das beendet dann auch diese Aufgabenstellung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten hieraus etwas für sich mitnehmen. Eine weitere Aufgabe in dem Stil, die finden Sie in der zugehörigen Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.